Tackelspitze 1, 2, 3. Die Top-Torschützen im Ruhrgebiet waren in diesem Monat besonders kreativ. David Möllmann und seine Teamkollegen bewahren die Ruhe, nutzen den Moment und knipsen eiskalt. Tolle Freistoßvariante. Auf dem zweiten Platz zeigt Steffen Lorenzen vom DSC Wanne-Eickel seine grandiose Schusstechnik. Schöner Schlenzer mit der linken Innenseite. Keine Chance für den Keeper. Unsere Nummer 1 setzt noch einen drauf. Marius Topolko schaltet schnell und thront mit diesem Hackentor auf Platz 1 der schönsten Treffer im Februar.